Ja, vielen Dank, Herr Schanbacher, für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, in der spannenden Vortragsreihe hier einen Vortrag halten zu dürfen. Und Herr Schanbacher hat mir die erste halbe Folie fast schon weggenommen. Ich führe sie trotzdem hier nochmal auf. Also zur Erinnerung, die beiden Vorträge von Herrn Reitemeier und Herrn Schanbacher über Mittelalter, mittelalterliche Stadt und frühe neuzeitliche Stadt zeigen im Prinzip teilweise Strukturen, die ich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch noch identifizieren kann. Das Interessante ist aber dann der Bruch und die massive Veränderung, die sich dann im 19. Jahrhundert da letzten Endes vollziehen. Ich muss vorausschicken, der Titel meines Vortrags ist vielleicht eine Fehlformulierung. Denn über größere Teile des 19. Halt es, können Sie mich gut hören? Hier halt es nämlich etwas, aber okay. Also über größere Teile des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts bewegten sich Städte sicherlich nicht hin auf Nachhaltigkeit, insbesondere nicht ökologische Nachhaltigkeit, sondern eher weg von ihr. Dennoch hat sich aber das Leben in den Städten in diesem Zeitraum erheblich verbessert, nimmt man etwa Lebenserwartung und Sterblichkeit als Indikator. In meiner Vorlesung zur Umweltgeschichte der europäischen Stadt, die auch in diesem Buch dann sozusagen dokumentiert wurde, stelle ich in Darmstadt den Hörern immer in der ersten Stunde diese Grafik vor, weil sie meines Erachtens sehr klar die Problematik verdeutlicht, dass die Stadt und ihre Bewohner auf die Verfügbarkeit und den Konsum einer Reihe von Ressourcen angewiesen sind. Die Stadt und ihre Bewohner brauchen für den kollektiven wie individuellen physiologischen Stoffwechsel Ressourcen, Inputs, haben Sie hier an der oberen Teil der Grafik, etwa Nahrung, Wasser, Luft, Energie und Rohstoffe. Diese werden teilweise von der Natur scheinbar umsonst zur Verfügung gestellt, teilweise durch menschliche Arbeit aus dem näheren und ferneren Umland der Stadt gewonnen und in die Stadt gebracht, wo sie verkauft und verteilt werden. In der Stadt unterliegen diese Ressourcen einem Stoffwechselprozess, das heißt, sie werden verbraucht, vernutzt oder durch menschliche Arbeit umgeformt zu Halbfertig- oder Fertigprodukten. Im Zug dieses Verbrauchs entstehen häufig Rest- oder Schadstoffe, die aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur bedingt auf städtischem Territorium gelagert werden können, die daher von der Stadt in unterschiedlichen Formen als Outputs an das Umland abgegeben werden. Kommt es zu Störungen in der Quantität und oder Qualität der notwendigen Inputs für den Stoffwechsel der Stadt oder im Hinblick auf die Entsorgung, Entfernung der Outputs, kann es zu Krisen in der Reproduktion der Städte kommen, wie sie sich etwa in den gravierenden Epidemien der Mitte des 19. Jahrhunderts, insbesondere in den Cholera-Epidemien, manifestierten. Das 19. Jahrhundert stellt nun im Hinblick darauf, wie Städte die Versorgung mit elementaren Ressourcen einerseits, die Entsorgung problematischer Restprodukte des Stoffwechsels, wie der Fäkalien andererseits, organisierten eine tiefgreifende Zäsur dar. Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts unterschieden sich die Mechanismen und Infrastrukturen städtischer Ver- und Entsorgung nicht wesentlich von denen, die in der spätmittelalterlichen und noch der frühneuzeitlichen Stadt vorherrschten, wie es Ihnen Herr Reitemeier und Herr Schanbacher gezeigt haben. Ich will das kurz am Beispiel der Wasser- und der Holzversorgung nochmal aufrufen. Die Wasserversorgung war beherrscht von der Grundwasserversorgung mit Hebebrunnen. Dies machte die Wasserversorgung unabhängig von der Zufuhr aus weiter entfernten Regionen, die im Fall einer militärischen Bedrohung einer Stadt recht leicht hätte unterbrochen oder unbrauchbar gemacht werden können. Das ist recht einsichtig. Im Fall einer Belagerung konnte man hier ein Wasserversorgungssystem wie die römischen Aquädukte wären hier nicht sinnvoll, nicht zielführend gewesen. Zusätzlich nutzten Städte Quellwasserleitungen aus dem näheren Umland, die jedoch meist eher privilegierten und zahlungskräftigen Haushalten oder Gewerben, etwa den Bierbrauern, zugute kamen. Flusswasser wurde in den meisten Fällen nur als Brauchwasser oder für Tiere genutzt. Man kannte die Praktik der Oberliga, den Fluss beim Ausgang aus der Stadt Unrat und Abfälle aller Art zu überantworten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte ein umfassender Technisierungsprozess ein, der das Wassersystem der Städte grundlegend verändert. Für die Energieversorgung mit thermischer Energie war in erster Linie Holz zuständig. Es gab je nach Lage der Städte Verteilung und Besitzstrukturen von Wäldern, vielfache Typen und Strategien von Städten, die Holzversorgung ihrer Einwohner sicherzustellen. Gemeinsam war, mit ganz wenigen Ausnahmen in Kontinentaleuropa, die niederländischen Städte hatten etwa mit Torf geheizt, die grundlegende Rolle von Holz.
Im Fall größerer Städte, insbesondere der Hauptstädte, wurden teilweise aufwendige Infrastrukturen errichtet, um bisher wenig ausgebeutete Holzvorräte zu erschließen. So baute Graf Schwarzenberg einen Kanal, der die Donau mit dem Einzugsgebiet der Moldau verband, also über die Wasserscheide hinweg reichte, um die böhmischen Wälder, immerhin 150 Kilometer von Wien entfernt, für die Brennholzbedürfnisse der Hauptstadt zu erschließen. Die ökologischen Folgen solcher kapitalintensiver Erschließungen waren beträchtlich. Meist wurde statt des ursprünglichen Mischwalds ein schnell wachsender Koniferenwald gepflanzt. Die hatten ja auch Vorträge über die Holzversorgung und dergleichen, von daher brauche ich da, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Es gab außerdem massive Eingriffe in die Gewässer, die die Fischpopulation reduzierten und Raben und Eulen zum Verschwinden brachten. Also wir haben auch eine Situation, dass selbst im Bereich nachwachsender Rohstoffe wie des Holzes die Intensivierung der Erschließung durchaus nicht nachhaltige Folgen zeitigen konnte. Die Holzversorgung war ein wichtiger Teil der städtischen Grundversorgung. Trotz der sich allmählich vollziehenden Liberalisierung im 19. Jahrhundert sahen sich die Stadtverwaltungen in der Pflicht, ein Mindestmaß an Holzversorgung zu akzeptablen Preisen sicherzustellen. Im Hinblick auf die städtische Waldpolitik dürfte sich am ehesten so etwas wie Nachhaltigkeit in der städtischen Wirtschaftspraxis etabliert haben. Denn dem städtischen Magistrat ging es darum, die Holzversorgung der Stadt möglichst langfristig zu sichern und von daher prinzipiell den Holzeinschlag in Gleichgewicht mit der natürlichen Erneuerung der Wälder zu halten. Dies traf laut Radkau insbesondere für Städte mit hohem Bedarf an Holz, für Salzsieden und Eisenschmelzen zu. Besonders Städte mit umfangreichen, in der Nähe befindlichen Stadtwäldern einerseits, ohne Flüsse, die einen Ferntransport von Holz ermöglichten andererseits, wie etwa die Stadt Nürnberg, entwickelten ein ausgeprägtes Waldbewusstsein, wie Radkau unterstreicht. Also in Nürnberg gab es bereits im Spätmittelalter, ich weiß nicht, ob das erwähnt wurde, von einem Patrizier namens Stromer die Idee und auch die Praxis, Wald zu säen, also Wald künstlich aufzuforsten. Und das ist dann von Nürnberg aus sehr erfolgreich weitergetragen worden. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich nun durch die Eisenbahn und die Dampfschifffahrt eine grundlegende Veränderung der Transportgeografie. Andererseits kam mit der Erschließung der Kohlevorkommen im Ruhrgebiet und Saargebiet ein neuer, sehr viel energieintensiverer und letztlich preiswerterer Brennstoff massenhaft auf den Markt. Beide Faktoren veränderten die räumliche Erstreckung der Holzhinterländer von großen Städten. Wien wurde bis ins frühe 19. Jahrhundert fast ausschließlich aus Gebieten flussaufwärts der Donau versorgt. Man hat also die Donauströmung für Flöße und dergleichen genutzt, um die Hauptstadt zu versorgen. Mit der Dampfschifffahrt verändert sich das. Auch die flussabwärts gelegenen Wälder werden nun zu Einzugsgebieten für die Holzversorgung der österreichischen Hauptstadt. Der Übergang zum unterirdischen Wald, wie Rolf Peter Sieferle die Kohlenvorräte prägnant nannte, erfolgte in den meisten deutschen Städten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Regensburg etwa ab 1862, nachdem die Bahnlinie die Einfuhr böhmischer Kohle ermöglichte. In Darmstadt, der hessischen Residenz mit 34.000 Einwohnern zur Zeit der Reichsgründung, entfielen 1871 bereits 78, also knapp 80% der Brennstoffe auf die Kohle, nur noch 18% auf Holz, knapp 4% auf Torf. Also die Wende zu fossilen Brennstoffen ist da durchaus schon sehr deutlich überschritten. Dieser aus heutiger Nachhaltigkeitsperspektive so wichtige Übergang von nachwachsenden zu fossilen Brennstoffen erfolgte unspektakulär, ohne größeren Plan oder politische Steuerung, weitgehend bestimmt von Marktpreisen und Energiebedarf. Verbunden damit war eine deutliche Steigerung des Pro-Kopf-Bedarfs an Energie. Der Übergang von Holz auf Kohle erweiterte nun die Brennstoffhinterländer der Städte massiv. In Paris, über das es da gute Forschungen gibt, dass angesichts seiner großen Bevölkerung bereits um 1800 eine Durchschnittsentfernung von knapp 200 Kilometer aufwies, stieg die Entfernung mit dem Übergang auf Kohle auf 270 Kilometer um 1870. Im 20. Jahrhundert sollte sie dann angesichts der Nutzung von Erdöl und Erdgas auf 2700 Kilometer, also das Zehnfache, explodieren Mitte der 1960er Jahre und vor wenigen Jahren, 2006, haben wir dann eine Entfernung von 4000 Kilometer. Also Sie sehen, der Bereich, den die Städte brauchen, um sich zu versorgen mit thermischer Energie, wächst sehr stark mit dem Übergang auf neue Energiequellen. Die Zäsur im 19. Jahrhundert resultierte einmal aus der Industrialisierung als umfassender Prozess.
Sie verschärfte das innerstädtische Problemniveau durch massive Urbanisierung, das Entstehen neuer Problemlagen wie etwa des Kohlerauchs in den Industriestädten und die extreme Bevölkerungsverdichtung. Andererseits schuf sie aber neue Lösungen durch neue Technologien, insbesondere die Dampfmaschine. Die Krise der Städte, die sich insbesondere in den wiederholten Choleraepidemien des 19. Jahrhunderts manifestierte, wurde von den Zeitgenossen insbesondere als eine gesundheitliche Krise wahrgenommen. Das prägende Muster für eine primär technikbestimmte Problemlösung wurde das in Großbritannien wesentlich von Edwin Chadwick formulierte Konzept des Public Health, also der öffentlichen Gesundheitsfürsorge. Chadwick war eigentlich Reformer der Armenfürsorge und durch die schlechte gesundheitliche Situation vieler Insassen der Armenhäuser auf die Gesundheitsfrage gestoßen. Auf der Grundlage eines umfassenden Berichts zur gesundheitlichen Lage der britischen Arbeiterschaft, den Sie oben zitiert sehen, entwickelte Chadwick ein Programm, das von der Prämisse ausging, Armut sei ein Produkt von Krankheit, die wiederum wesentlich aus dem allgegenwärtigen Schmutz resultiere. Zentral war dabei das miasmatische Krankheitskonzept. Ansteckende und epidemische Krankheiten entstünden demnach aus Faulgerüchen, aus Miasmen, die aus der Verwesung organischer Stoffe im städtischen Raum hervorgingen. Würde es gelingen, so Chadwick, den Schmutz und damit das Entstehen von Miasmen wesentlich zu reduzieren, dann sinke die Anfälligkeit der Arbeiter für Krankheiten und damit auch das Armutsrisiko. Die Fähigkeit der Arbeiter zur Selbsthilfe, eine zentrale Denkfigur des liberalen Diskurses, würde wesentlich gestärkt. Von diesen Grundgedanken ausgehend entwickelte Chadwick ein Programm für eine durchgehende Säuberung des städtischen Raums mit Hilfe der Einführung einer zentralen, maschinengetriebenen Wasserversorgung, die allen Haushalten frisches Wasser zur besseren Sauberhaltung von Wohnung und Körper zur Verfügung stellte. Die Fäkalien sollten nicht mehr in einer Abtrittsgrube gesammelt und periodisch entleert werden, sondern unmittelbar durch das Wasserklosett in eine Kanalisation abgeführt werden, die auch den Niederschlagswasser aufnahm. Die Kanalisation führte die problematischen Reststoffe des städtischen Stoffwechsels aus der Stadt heraus und sollte im Umland durch Verrieselung auf landwirtschaftlichen Flächen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität beitragen. Also es soll hier im Prinzip ein technisch produzierter Kreislauf erstellt werden, der den früher durch menschliche Arbeit, die Bauern haben die Stoffe aus den Abtrittsgruben geholt und auf ihre Felder verbracht, ersetzen und ergänzen sollte. Wichtig ist, dass Chadwick nicht nur ein sektorales gesundheitliches Problem angehen möchte mit seinem Konzept, sondern zugleich das auch als ein Konzept verkauft, mit dem die soziale Frage gelöst werden kann. Chadwicks Ideen wurden in Großbritannien nach einigen Jahren in Gesetze umgeformt und nach krisenhaften Zuspitzungen wie dem Great Stink, dem großen Gestank von 1858, als das Parlament wegen des unerträglichen Gestanks der Themse seinen Betrieb einstellen musste, baute man auch in London eine großdimensionierte Kanalisation. In der damals zivilisierten Welt gewann Chadwicks Konzept die ideologische Hegemonie. In ganz Europa und Nordamerika, vereinzelt auch in den Hauptstädten Südamerikas und den Kolonialmetropolen, wurden Wasserversorgungen und Kanalisationssysteme gebaut. In Deutschland setzte dieser Prozess meist in den 1860er Jahren ein, etwa in Frankfurt und Berlin. Hamburg war wegen des großen Brandes von 1842 und der Notwendigkeit, beim Wiederaufbau die Wasserversorgung zu verbessern, ein untypischer Pionier. Allerdings wurde Chadwicks Konzept eines technisch hergestellten Kreislaufs häufig nicht vollständig realisiert. Sowohl in London als auch in Frankfurt und Hamburg leitete man die Abwässer der Kanalisation in den großen Fluss ein und verrieselte sie nicht. Es gibt verschiedene Gründe dafür, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber das Konzept wird so nicht umgesetzt. Die Verbesserung der innerstädtischen Hygiene wurde also häufig mit einer Mehrbelastung der Flüsse und letztlich Meere erkauft. Ein typisches Muster im Umgang mit Umweltproblemen, die eben nicht beseitigt, sondern vielmehr verlagert, externalisiert wurden. Wenn wir fragen, wie nachhaltig dieses Public Health Konzept letztlich war, so müssen wir für soziale Nachhaltigkeit klar einen Fortschritt konstatieren. Die Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung ging eindeutig zurück, bis zu dem Punkt, dass um 1900 die Sterblichkeitsrate unter der ländlichen Bevölkerung lag, etwas, das seit dem Mittelalter mit Ausnahme von Hungersnöten nicht beobachtet werden konnte. Zwar war sicher nicht nur die Einführung der Kanalisation ursächlich dafür, zugleich verbesserte sich auch die Nahrungsversorgung, aber dass diese Technologien sich gesundheitlich positiv auswirkten, ist unbestritten.
Im Hinblick auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit lässt sich zeigen, dass der Bau von Wasserversorgung und Kanalisation enorme Kapitalmengen mobilisierte und damit auch Arbeit schuf. Also nicht umsonst ist das in deutschen Städten häufig in der Gründerkrise passiert, als die Wirtschaft in eine länger andauernde Depression fiel und man konnte nun mit öffentlichen Aufträgen im Bau dieser Kanalisation durchaus auch Arbeitsbeschaffung betreiben. Die Kommunen mussten sich für diese Investitionen, häufig die größten Maßnahmen im 19. Jahrhundert, in erheblichem Maße verschulden. Zugleich ermöglichte der Bau der Kanalisation auch, dass bisher stark durchfeuchtete oder sumpfige Gebiete trockengelegt und der Bebauung zugeführt werden konnten. Weniger positiv zeigt sich das Bild für ökologische Nachhaltigkeit. Weil die Abwässer häufig in den größten städtischen Fluss als Vorfluter eingeleitet wurden, führten sie dort zu einer erheblich gesteigerten Wasserverschmutzung. Die Zeitgenossen legitimierten dieses Vorgehen mit der Selbstreinigungskraft der Gewässer, ein zeitgenössischer Quellenbegriff. Und diese Selbstreinigungskraft gab es tatsächlich, die konnte man beobachten, auch schon in den Bächen der mittelalterlichen Städte, wo die Gerber ihren Unrat reingekippt hatten, war nach ein paar Kilometern der Fluss in der Regel zumindest äußerlich visuell wieder sauber durch die Wirkung der Bakterien. Das wussten die Zeitgenossen nicht, sie haben gedacht, das ist anders, aber jedenfalls ist das ein Phänomen, was bekannt ist. Die Frage ist natürlich einfach auch insgesamt die Menge und dann natürlich auch zunehmend die Art der Abwässer, die hier in die Flüsse eingeleitet wurden. Letzten Endes entzündeten sich an der Einleitungsfrage massive und auch vor den Gerichten ausgefochtene Konflikte zwischen Ober- und Unterliegern, die langfristig gesehen zum Einbau von Kläranlagen mit verschiedenen Reinigungsstufen führten. Gegenwärtig scheinen wir hier vor der Einführung einer neuen Stufe zu stehen, die auf das Ausfiltern von Mikroplastik und pharmazeutischen Belastungen zielen würde. Also wir haben so ein bisschen Hase- und Igel-Wettlauf in dem Maße, wie die Diagnostik sich verfeinert, die Messmethoden genauer werden, aber auch der Eintrag von Schadstoffen oder Problemstoffen sich verbreitert und neue Dimensionen annimmt, müssen neue Klärstufen, neue Reinigungsstufen und Technologien entwickelt werden. Auf der Inputseite wurde die natürliche Hydrologie der Städte massiv verändert. Durch Bebauung und Pflasterung des öffentlichen Raums kam es zu einer immer stärkeren Versiegelung der Städte. Der natürliche Niederschlag konnte nicht mehr im gleichen Umfang in den städtischen Boden eindringen und das Grundwasser anreichern, weshalb der Grundwasserspiegel oft deutlich sank. Weil das neue technisierte Wasser- und Entwässerungssystem einen sehr viel höheren Bedarf an Wasser produzierte, insbesondere für das Wegschwemmen der Fäkalien in Wasserklosett und Abwasserröhren, reichte das lokale Wasser meist nicht aus. Die Städte, insbesondere die größeren, wichen auf unbelastete Grundwasservorkommen in weitere entfernten Regionen, nicht selten auch in dünn besiedelten Mittelgebirgen aus. Also Frankfurt versorgt sich etwa aus dem Vogelsberg. Sie bauten Stauseen oder sie zapften in der Stuttgart oder mittlere Neckarraum den Bodensee angezapft und für seine Trinkwasserversorgung. Also wir sehen hier eine sehr viel weiträumigere Ausgreifung der Versorgungsreichweiten. Der Wasserbedarf pro Kopf stieg innerhalb kurzer Zeit auf rund das Zehnfache des vorindustriellen Standes. Im Rahmen des Brunnensystems brauchten die Städte etwa 15 bis 20 Liter pro Kopf und Tag. Im Rahmen dieses modernen, technisierten Wasser- und Entwässerungssystems steigt der Wasserbedarf pro Kopf und Tag auf 150 bis 200 Liter. Wenn wir in die USA schauen, in semi-aride Regionen, wo dann die Bewässerung noch hinzukommt, liegen wir dann bei 500 bis 600 Liter, die dann pro Kopf und Tag erforderlich sind. Und diese Wassermengen müssten natürlich auch bewegt werden, was für die Pumpen einen erheblichen Energieaufwand bedeutete. Also auch auf dieser Seite, die oft übersehen wird, entsteht ein Nachhaltigkeitsproblem. Was wir für Wasser und Abwasser beobachtet haben, ordnet sich ein in einen übergreifenden Prozess, den ich Vernetzung der Stadt nenne. Entschuldigung, ich muss mal benetzen. Dieser Prozess setzte ein mit dem Aufbau von Gasversorgung und Gasbeleuchtung nach 1810 in London und britischen Städten. Ein Vorgang, der zunächst rein privatwirtschaftlich verlief und mittels englischer Firmen dann seit den 1820er Jahren auch in deutschen Städten begann. Also Hannover ist zum Beispiel auch einer der frühen Beispiele. Im Bereich Wasser, Abwasser erfolgte die Vernetzung seit den 1850er Jahren mit entsprechend zeitlicher Abstufung je nach Stadtgröße und Problemniveau. Seit den 1880er Jahren machte sich die Elektrotechnik als weitere moderne Technologie bemerkbar und im Bereich Lichtversorgung, motorischer Energie
wurden von verschiedenen Trägern Kraftwerke gebaut und Stromversorgungsnetze errichtet, die teilweise in Konkurrenz, teilweise in Ergänzung zu den bereits etablierten Gasnetzen standen. Besonders wichtig wurde die Anwendung von Elektrizität im Bereich des städtischen Nahverkehrs, denn durch die elektrische Straßenbahn bzw. elektrischen Antrieb bei Stadt- und Untergrundbahnen wurde die Leistungsfähigkeit und Reichweite der bisher von Pferden oder Dampfmaschinen betriebenen Stadtverkehrssysteme erheblich gesteigert. Erst durch diese Verkehrsinnovation wurde die außerordentlich kompakte Stadt, die meist den Radius einer Fußgängerstadt, also man braucht eine Stunde, etwa 4 Kilometer, um von einem Stadtrand zum anderen zu kommen. Auch die großen, sehr großen Städte waren nicht wesentlich größer als diese Fußgängerstadt Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese kompakte Stadt, die wird durch die Wirkung der Verkehrsinnovation nun aufgelockert und dezentralisiert. Es entstanden auf tertiäre Nutzung spezialisierte Innenstadtbezirke, also nach dem Londoner Vorbild, wo das zuerst passierte, das Central Business District, mit nur wenig Wohnnutzung, wo Kaufhäuser, Banken, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen sich konzentrierten. Hauptnutznießer der neuen Verkehrstechnologie war zunächst das Bürgertum, das durch die Verkehrsmittel eine neue Flexibilität in der Wahl von Wohnstandorten und Arbeitsplätzen erhielt. Die Nutzung seitens der Arbeiterschaft blieb meist noch eher begrenzt, weil die Fahrpreise zu hoch waren und häufig auch Linienstruktur und Betriebszeiten mit den Bedürfnissen der Arbeiter nicht übereinstimmen. Im Bereich der Kommunikation erfolgte die Vernetzung durch Telegrafen und Telefonkabel, eine Vernetzung, die sich letztlich bis heute fortsetzt, denkt man an die angestrebte flächendeckende Glasfaserverkabelung. Vorangetrieben wurde diese Vernetzung durch eine Reihe von Akteuren, unter denen zunächst privatwirtschaftliche Akteure überwiegen. Privatgesellschaften erhielten von den Stadtverwaltungen als Eigentümer der Straßen und Plätze Konzessionsverträge für den Bau von Gas- und Wasserwerken. In dem Maß, wie die Netze eine immer größere Bedeutung als Garanten der allgemeinen Versorgung gewannen, andererseits die Unzufriedenheit bei den Stadtverwaltungen und den städtischen Konsumenten mit Leistungen und Preisen der Privatunternehmen stieg, gingen zahlreiche Städte, insbesondere in Deutschland, Großbritannien und Skandinavien dazu über, die Infrastrukturen bei auslaufender Verträge in kommunale Regie zu übernehmen bzw. neue Netze schon von vornherein als städtische Unternehmen einzurichten. Im 20. Jahrhundert griff dann häufig auch der Staat in diese Vernetzung der Städte ein, teilweise durch die Festsetzung von Regelwerken, also denken Sie etwa an das Energiewirtschaftsgesetz von 1935, was so die Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft regelte, teilweise auch durch vollständige Verstaatlichung des Energie- und Wassersektors, wie wir es etwa in Großbritannien, Frankreich und in Italien nach 1945 haben. Inzwischen ist das überall dort auch wieder privatisiert worden, aber das ist zunächst mal der Ablauf der Trägerschaft, der historisch sich darstellt. Resultat dieser Vernetzung war ein tiefgreifender Wandel der städtischen Lebensverhältnisse bis etwa, bis etwa 1900, als die meisten dieser Prozesse zu einem ersten Abschluss gekommen waren. Die umfassende Hygienisierung der Städte im Bereich Wasser, Abwasser habe ich schon dargestellt. Dazu kommt der Aufbau einer gesundheitlich motivierten Infrastruktur von Schlachthöfen, Volksbädern, Sportplätzen etc. Gasbeleuchtung und zu Ende des 19. Jahrhunderts die elektrische Beleuchtung verwandelten das nächtliche Stadtleben tiefgreifend. Jetzt erst entstand so etwas wie Nachtleben, entwickelten sich Vergnügungs- und Unterhaltungsbezirke. Die besser beleuchteten Straßen, Plätze und Passagen luden zum Bummel auch in der Dunkelheit ein. Das Gefühl der Sicherheit auf den nächtlichen Straßen wurde durch die Beleuchtung, aber auch durch den Aufbau einer regulären städtischen Polizei wesentlich verbessert. Mit den neuen Verkehrsmitteln wurde die Stadt umfassend erreichbar und auch benutzbar. Neue Straßenbahnlinien erschlossen beliebte Ausflugsziele, etwa Waldparks, Sportplätze, Zoos etc. am Stadtrand. Für Frauen, vor allem aus dem Bürgertum, bot die Straßenbahn die Chance, sich auch unbegleitet mit 2 T, in die Stadt begeben zu können und dort in der respektablen Umwelt der neuen Kaufhäuser sich aufzuhalten. Schließlich erlaubten die neuen Verkehrsmittel die Suburbanisierung zunächst vor allem bürgerlicher Familien, die vermehrt in durchgrünte Vororte mit villenartiger Bebauung umziehen. Die Straße wandelte sich in diesem Zusammenhang von einem Verkehrsraum, teilweise auch Arbeits- und Lebensraum der Unterschichten, zu einer Maschine, die eine Vielzahl bedeutsamer Verkehr, Ver- und Entsorgungsleitungen in sich birgt und den Zugang dazu bei Bedarf über Kanaldeckel etc. sichert. Also diese Abbildung
ist von Texier, einem französischen Stadtillustrator, der fasziniert ist von der Anatomie. Also die Anatomie kehrt sich im Prinzip in dieser Situation auf den Raum der Stadt. Von Texier gibt es auch Schnitte durch ein Mietshaus, in dem man die soziale Mischung in diesem Mietshaus sehr gut ablesen kann. Aber das ist jetzt hier ein anderes Thema. Nicht nur die Straße wurde zur Maschine, Maschinen in Form elektrischer Straßenbahnen prägten auch zunehmend den Straßenverkehr und gaben Bauern aus dem Umland, wie auf dieser Scherzpostkarte, ich zeige Ihnen mal, Sie sehen hier diesen Herrn mit dem breitkrempigen Hut und dem Stock, der hinkniet, um zu gucken, wo die Pferde denn sind, die diese Straßenbahn ziehen. Das ist so ein typischer Stadt-Land-Polemik, die hier stattfindet, der dumme Bauer und der clevere Städter. Der Text ist hier, dieser Sachsenhäuser da, du Olvel, Gäul, die guckst du nicht, die Larve unterm Gleis. Also die Pferde sind unterirdisch entsprechend, ziehen das Ganze. Die Mechanisierung des städtischen Verkehrs zog auch eine Disziplinierung des städtischen Verkehrspublikums nach sich. Man durfte nicht mehr beliebig, wie noch bei der gemütlichen Pferdebahn, unterwegs auf- und abspringen. Haltestelle, Fahrpläne, zügiges Ein- und Aussteigen gewannen systemrelevante Bedeutung. Verkehrsordnungen versuchten, das Rechtsfahrgebot durchzusetzen und das Verhalten der verschiedenen Verkehrsteilnehmer klarer zu regeln. Ein erboster Mannheimer ermahnte seine saumseligen Mitbürger zu mehr Großstadtzucht, um die Beschleunigungsgewinne des neuen Verkehrsmittels nicht zu verspielen. Die Straßenbahn produzierte auch eine neue Form der Stadt, also äußere Form, die entfernt an einen Seestern erinnert. Das ist eine Karte, die Isochronen zeigt, also die Zonen gleicher Entfernung, die man mit der Straßenbahn so im städtischen Raum zurücklegen kann. Die Bebauung folgte den entlang der Landstraßen gebauten Straßenbahnlinien, sodass die Stadt sich sternförmig entlang der Verkehrsachsen in ihr Umland ausbreitete. Insgesamt können wir beobachten, dass in der vernetzten Stadt Technik und Maschinenarbeit anstelle menschlicher Handarbeit den Stoffwechsel vermitteln. Der Städter wird zunehmend zum Konsument, der sich der Netzwerke bedient oder ohne näher die Folgen seines Konsums wahrzunehmen. Der einzige Feedback-Faktor ist letztlich der Preis, der für diese Dienste zu bezahlen ist. Denken Sie an die vorindustrielle Stadt, wo in der Regel die Frauen Wasser von den Brunnen holen mussten und jeder Liter Wasser war sozusagen körperliche Arbeit und entsprechend hat man da auch nicht zu viel geholt und ist mit dem Wasser entsprechend sparsam umgegangen. Und ähnlich hielt es sich aber auch mit dem Holz, was man dann selber spalten musste und hochtragen und dergleichen. Und das Ganze wird nun durch die Netze und den Preismechanismus letztlich substituiert. Die leichtere Verfügbarkeit von Energie und Wasser ohne körperliche Anstrengung und ihr proportional sinkender Preis führen mittelfristig zu einer deutlichen Erhöhung im Energie- und Wasserverbrauch pro Kopf. So ermöglicht die Kombination von Wasser, Gas, Stromversorgung und Entwässerung die Innovation des modernen Badezimmers, das seit dem späten 19. Jahrhundert seinen Siegeszug antrat und zur Transformation von Körperhygiene beitrug. Die Vernetzung verändert auch die Städte als Verwaltungen grundlegend. Mit der Übernahme von Ver- und Entsorgungsbetrieben wurden die Städte Unternehmer und Stadtentwickler, die große Zahlen von technisch qualifizierten Mitarbeitern beschäftigten und sich den Bürgern gegenüber als Leistungsverwaltung begriffen. Der Bau und die Unterhaltung der Netzwerke erforderten und bahnten große Kapitalmengen. Aufgrund der Langlebigkeit der Netzwerke, viele Abwasserkanäle in deutschen Städten sind mittlerweile über 100 Jahre alt, und der hohen potenziellen Kosten eines grundlegenden Systemumbaus entstanden Pfadabhängigkeiten, die die Fähigkeit der Stadtverwaltungen und der Betreiber der Netzwerke zu weitergehenden, am Ziel nachhaltiger Entwicklung ausgerichteten Veränderungen massiv beschränkten. Also ein Beispiel, dadurch, dass die Bevölkerungsdichte in Innenstadtbereichen, in den Gründerzeitvierteln oder den Vierteln, die in der Zwischenkriegszeit entstanden sind, deutlich zurückgegangen ist, werden die Kanalnetze mit dem normalen Wasserverhalten nicht mehr ausreichend gespült. Das heißt, sie müssen künstlich nachgespült werden. Die Bürger wollen sich ökologisch verhalten. Sie sparen Wasser, bauen wassersparende Einrichtungen ein und gleichzeitig muss das Wasserwerk aber hier nachspülen, damit die Röhren nicht versumpfen und entsprechend
funktionsunfähig werden. Ähnliche Mechanismen gibt es auch in verschiedenen Bereichen, weil die Struktur ist einmal geschaffen und sie zu verändern ist außerordentlich aufwendig und von daher entstehen gewisse Wahrscheinlichkeiten und Anreize, die Struktur so wie sie ist auch zu nutzen und weiter zu nutzen, obwohl es vielleicht ökologisch sinnvoller wäre, von einer zentralen Kläranlage zu dezentralen Kläranlagen überzugehen, wie es teilweise in neuen Städten dann auch gemacht wird. Die Vernetzung, Sie sehen die gleiche Grafik wie am Anfang, aber jetzt mit einer Ergänzung zu den technischen Netzwerken. Die Vernetzung verlängert und technisiert also die Vorgänge der Beschaffung und Verteilung der für den städtischen Stoffwechsel nötigen Inputs und Outputs. Damit vergrößert sich automatisch auch das Einzugsgebiet, aus dem die notwendigen Ressourcen beschafft, und das Entsorgungsgebiet, in das die Outputs deponiert werden. 50 Jahre später, also 50 Jahre von der Krise der Städte um die Mitte des 19. Jahrhunderts gerechnet, um 1900, hat sich der Problemhorizont verändert. Der Reformdiskurs fokussiert sich nun auf die Wohnung, die zunehmend als Schlüssel für die Lösung der sozialen Frage gesehen wurde. Mit Hilfe der Bakteriologie identifizierte man Pathogene wie das Tuberkelbakterium, das zähllebig in den Wohnungen für Weiterverbreitung der Tuberkulose sorgte, der Skandalkrankheit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die Gott sei Dank bei uns fast völlig verschwunden ist, droht wiederzukommen, auch zum Teil durch die Migration, aber die Situation hat sich natürlich sehr erheblich verbessert. Ziel der Stadtentwicklung und der sich seit 1880 herausbildenden professionalisierten Stadtplanung wurde die Reduzierung der Bevölkerungsdichte in der Innenstadt und die Trennung von störenden, weil die Gesundheit beeinträchtigten industriellen Nutzungen von Wohnnutzungen. Skandalisiert wurden insbesondere die Zustände in den Slums britischer Städte, denken Sie an das East End von London, und den hochverdichteten Mietskasernenvierteln deutscher Städte. Die Hoffnung der Stadtplaner, Ärzte und Ökonomen richtete sich auf eine Verbesserung der Volksgesundheit durch bessere Wohnungen mit mehr Licht und mehr Luft, wozu die Dezentralisierung der Bevölkerung entscheidend war. Hygiene war nach wie vor der Zentralbegriff, wobei die zeitgenössische Bedeutung von Hygiene erheblich breiter war, als wir dies heute konnotieren. Man könnte vielleicht überspitzt formulieren, das, was heute Nachhaltigkeit ist, war um 1900 der Begriff Hygiene, der so eine umfassende, also Catch-all-Formel gewissermaßen war. Und zum Teil wird ja Nachhaltigkeit auch heute inflationär verwendet, ohne dass wirklich noch eine fassbare Bedeutung damit verbunden ist. Die Natur trat hierbei nur in den Blick, insofern sie entscheidende Leistungen für die menschliche Gesundheit erbrachte, etwa Luftverbesserung und Sauerstoffproduktion in städtischen Grünanlagen. Im 19. Jahrhundert können wir dann beobachten, dass die Erhaltung und Aufwertung von Grünflächen und Grünzügen im städtischen Gefüge eine zunehmend wichtige Rolle spielte. Viele der preisgekrönten Entwürfe im Wettbewerb Groß-Berlin von 1910 sahen Grünkeile und Grünzüge vor, die die Innenstadt mit dem freien Gelände außerhalb der Stadt verbanden. Das Gartenstadtkonzept von Ebenezer Howard, das bald in modifizierter Form auch in Kontinentaleuropa aufgenommen wurde, betonte die Einbettung vom Wachstum her begrenzter Kleinstädte in ein landwirtschaftliches Umfeld. Für London wurde seit den 1920er Jahren an einem Green Belt, einem Grüngürtel, gearbeitet, der dann schließlich nach 1945 planerisch verankert wurde. Das Grün wurde aber zunächst vollständig vom menschlichen Nutzen her gedacht und motiviert, was gut im Titel der Dissertation des späteren Berliner Stadtbaurats Martin Wagner von 1915, das sanitäre Grün der Städte, zum Ausdruck kommt. Entscheidend war die positive Wirkung von Grün für die Gesundheit der Städter, wobei durch die Entfaltung von Sport- und Wanderbewegung um 1900 hier auch neue Nutzungsweisen hinzutraten. Im 20. Jahrhundert stand die Stadtentwicklung in westlichen Industriegesellschaften dann sehr weitgehend im Zeichen der Motorisierung. Das Ziel blieb weiterhin, gesunde Wohnungen für die große Mehrheit zu schaffen, wobei sich Stadt und Staat nun selbst aktiv als Bauherren betätigten. Hier entstand der soziale Wohnungsbau als wichtiger Bereich und insbesondere im Siedlungsbau der Weimarer Republik wurden auch architektonisch und städtebaulich bemerkenswerte Siedlungen geschaffen. Denken Sie etwa an die Römerstadt von Ernst May in Frankfurt. Leitbildgebend wurde nun eine Vorstellung der modernen Stadt, die diese gewissermaßen als eine Maschine imaginiert, wo die zentralen Funktionen Wohnen, Arbeit, Freizeit räumlich getrennt und durch leistungsfähige Verkehrssysteme integriert werden sollen. Die Planer dieser modernen Stadt, deren Manifest, die Charta von Athen,
zum inoffiziellen Leitbild der Nachkriegsplanung wurde, gehen davon aus, dass die alte Stadt angesichts ihrer problematischen Struktur weitgehend abgerissen werden muss, um modernen Wohnhochhäusern in Grünanlagen Platz zu machen. Also ein Antibild, ein Hassbild der modernen Stadtplaner war etwa die Korridorstraße, eine Straße mit 4-, 5-, 6-stöckigen Häusern auf beiden Seiten bebaut, so wie das typische Muster von gründerzeitlichen Stadtvierteln eben ist, was wir heute auch durchaus schön und akzeptabel finden. Aber diese modernen Stadtplaner fanden das furchtbar, denn da gibt es keinen richtigen Luftaustausch und die Menschen haben auch nicht genügend Sonne und dergleichen. Das war also das Argument. Das Auto ist in diesem Kontext Lösung der Probleme übermäßiger Konzentration, nicht wie heute und seit einigen Jahrzehnten zentrales Stadtproblem. Vorangetrieben wird diese Stadtentwicklung nach 1945 auch von einem sehr kräftigen und langfristigen Wirtschaftsboom, der bis in die 70er Jahre zu einem massiven Anstieg im Verbrauch von Ressourcen, insbesondere von Öl und Gas, führt, die die Kohle als wichtigste Primärenergie ablösen. In den 70er Jahren gerieten die über Jahrzehnte hegemonialen Leitbilder der modernen Stadtentwicklung in die Krise. Es zeigen sich gravierende Überlastungsphänomene, die etwa vom Deutschen Städtetag in seinem Alarmruf von 1971 »Rettet unsere Städte jetzt« zum Ausdruck gebracht werden. Das war das Motto des Städtetags, der sozusagen jährlich eine große Konferenz hat und der in diesem sehr alarmistischen Ruf Hans-Jochen Vogel, der ja sicherlich noch bekannt ist, war damals der Präsident des Deutschen Städtetags, konzentriert sich die Krisendiagnostik. Das Ende des langen Wirtschaftsbooms und die Ölkrise brachten ebenso wie der Report des Club of Rome Grenzen der Wirtschaftsentwicklung im Hinblick auf Ressourcen und Tragfähigkeit der Erde auf die Agenda. Es entstanden auch als Nachhall der Studentenbewegung und des generellen Rufs nach Demokratisierung und Partizipation viele zivilgesellschaftliche Bewegungen, die sich gegen Flächensanierung und Verkehrsprojekte wandten, und solche Partizipation wurde nun auch in den Gesetzeswerken institutionell abgesichert. Damit änderte sich letztlich aber auch die Rolle des Planers erheblich. Der Planer war nicht mehr omnipotenter Experte, der die Entscheidung wesentlich steuern konnte, sondern vielmehr musste der Planer oder die Planerin in einer gesellschaftlichen Debatte für die Akzeptanz seiner ihrer Vorschläge werben. Um die Mitte der 1970er Jahre können wir einen mentalen Stimmungsumschwung beobachten, der zur Aufwertung alter Häuser, alter Konsumgegenstände beitrug, die Konjunktur der Flohmärkte, die hier einsetzt, und verdeutlicht, dass die Hoffnung vieler Menschen sich nicht auf eine technisierte Zukunft, sondern auf in der Vergangenheit gesuchte, vermeintlich heilere Welten richtete. Als Ergebnis dieser Krise der Stadtpolitik wurden viele Großprojekte abgebrochen oder verkürzt. Die Dominanz des privaten Autoverkehrs in der Stadt wurde erstmals ernsthaft in Frage gestellt, was sich an der Schaffung autofreier Zonen zur Erhöhung der Erlebnisqualität von Innenstädten zeigt. In den folgenden Jahren bis etwa 1990 wurden die klassischen Prinzipien moderner Stadtentwicklung zunehmend kritisiert und in Frage gestellt. Es bildeten sich allmählich neue, auf die menschliche Lebensqualität in Städten fokussierende Paradigmen heraus. Umweltprobleme wurden nun wesentlich wichtiger und handlungsleitender im Rahmen städtischer Planung. In der Verkehrspolitik trat die Förderung kollektiver und nicht emittierender individueller Verkehrsmittel an die Stelle der einseitigen Bevorzugung des Autos. Auf globaler Ebene entfaltete sich ein Diskurs über die grundsätzliche Problematik endlicher Ressourcen und die Gefahr einer anthropogenen Klimaveränderung, die in Programmen und Beschlüssen mündete. Im Brundtland-Report von 1987 wurde erstmals nachhaltige Entwicklung als Ziel definiert, was dann mit dem Rio-Gipfel von 1992 zum allgemeinen Ziel der Weltgemeinschaft erklärt wurde. In der Agenda 21 spricht das Kapitel 28 explizit die Kommunen als Handlungsträger, als Handlungsraum für eine nachhaltige Politik dann auch an. In den 1990er Jahren zeigen sich zahlreiche Initiativen, wo sich handlungswillige Kommunen zusammenschließen, die nachhaltige Stadtentwicklung fördern möchten, etwa in der Aalborg-Charter von 1994, wo sich insgesamt 2.500 Kommunen zusammengeschlossen haben aus fast 40 Ländern. Und es gibt dann auch in vielen Städten Gründungen von lokalen Agenda-Gruppen, die hier das Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung auf ihre Fahnen schreiben. Was kann denn nun die Ausrichtung an Nachhaltigkeit letztlich bedeuten für Stadtentwicklung?
Grundsätzlich sind Städte in ihrer heutigen Form nicht nachhaltig und können dies auch gar nicht sein, weil sie ein Vielfaches dessen benötigen, was auf ihrem Territorium erzeugt bzw. verarbeitet werden kann. Ich habe Ihnen gezeigt in diesem Vortrag, dass die Stadtentwicklung der letzten 150 Jahre aufgrund der ressourcenintensiven Vernetzung und der angestrebten und auch teilweise realisierten Dezentralisierung der Bevölkerung Städte deutlich von Nachhaltigkeit weggeführt hat, zugleich aber, zumindest in vielen Aspekten, das städtische Leben der Bürger wesentlich verbessert hat. Das Resultat dieses säkularen Prozesses war letztlich ein Wachstum, starkes Wachstum des Fußabdrucks, ein Versuch der anschaulichen Messbarkeit von Umwelt in Anspruchnahme. Ich vermute, der Begriff ist auch schon aufgetaucht hier in der Ringvorlesung. Ich will ihn nur ganz kurz nochmal aufrufen. Ein Indikator, der von Wackernagel und Rees 1995 vorgeschlagen wurde, um Umweltbelastung zu messen in Form einer Fläche, nämlich der Fläche, die notwendig ist, um die Ressourcen herzustellen, die für die Versorgung der Bevölkerung notwendig ist, und andererseits die Schadstoffe aufzunehmen und zu verarbeiten. Also zum Beispiel die Aufnahme von CO2 in Wäldern und Grünanlagen. Berechnungen nach dieser Methode zeigen einen riesigen Fußabdruck großer westlicher Städte. Manchester bräuchte die Hälfte der Fläche von Großbritannien für seine Bedürfnisse. Der Fußabdruck von Toronto ist 300 Mal so groß wie sein eigentliches Territorium. Ich habe Ihnen hier noch eine Tabelle mitgebracht aus einem, finde ich, sehr interessanten Buch von Ian Douglas, Cities and Environmental History. Und man sieht aus dieser Tabelle ganz gut, dass es im Prinzip unterschiedliche Gruppierungen gibt. Also der Durchschnitt, der globale Durchschnitt ist 2,9 Hektar pro Kopf Flächeninanspruchnahme, Fußabdruck. Die nordamerikanischen und australischen Städte liegen beim 3,5- bis 4-fachen. Europäische Städte liegen erkennbar niedriger, aber immer noch fast doppelt so hoch wie die chinesischen und südostasiatischen Städte. Ich vermute mal, die Zahlen sind von 2006. Wenn man heute nach China oder Shanghai schaut, dürfte das etwas anders aussehen. Also das müssen Sie dann mit einer gewissen Vorsicht genießen und nicht jetzt nach Hause gehen und denken, oh, wunderbar, wie nachhaltig Shanghai ist. Aber letzten Endes ist es auch eine Reflexion des Wohlstandsniveaus, was wir hier in diesen Zahlen sehen können. Die wesentliche Ursache dieses Unterschieds liegt in der Siedlungsweise und damit zusammenhängend dem Verkehr. Gesellschaften mit niedriger Bevölkerungsdichte und großen Verkehrsentfernungen haben meist deutlich höheren Konsum an Energie pro Kopf. An diesem Zusammenhang von Siedlungsweise und Ressourcenverbrauch setzt nun letztlich auch nachhaltige Stadtentwicklung an. Es hat sich in vielen Feldern der Stadtplanung und Stadtentwicklung ein Paradigmenwechsel, also eine grundlegende Umkehr, ergeben, der die langfristigen Ziele moderner Stadtentwicklung de facto vollständig umkehrt. Also das ist eine außerordentlich dramatische Entwicklung, die hier stattgefunden hat in den letzten 30 Jahren, auch wenn nicht alles tatsächlich so passiert, wie Sie das jetzt hier sehen, aber die Vorstellungen, die Leitprinzipien, wohin man steuern sollte, haben sich sehr radikal verändert. Anstelle der Dezentralisierung, die ein Ziel über viele Jahrzehnte, eigentlich man kann sagen über mehr als ein Jahrhundert war, kommt das Ziel einer Rezentralisierung, einer Reurbanisierung, das flächen- und materialintensive Wachstum nach außen soll umgekehrt werden, die Innenentwicklung soll gefördert werden, insbesondere in den Städten sollen die brachgefallenen Industrie- und Hafenareale wieder reaktiviert, revitalisiert werden. Das ist also sagen, die Engländer sagen dazu Brownfield instead of Greenfield. Also man soll hier naturbelassenes oder landwirtschaftlich genutzte Fläche nicht durch städtische Entwicklung verbrauchen. Die Tendenz, langfristige Tendenz durch die Vernetzung war die Radien des Einsammelns, der Versorgungsstrategien immer weiter zu spannen im Hinblick auf Wasser, Energie. Ich habe das am Beispiel der Brennstoffhinterländer für Paris Ihnen deutlich gemacht. Und da sehen wir jetzt zumindest den Versuch einer partiellen Umkehr, in dem die Stadt und der stadtnahe Raum auch als ein Raum wieder thematisiert wird, in dem Energiesammeln stattfinden kann. Also Sie können ja sehr gut auf städtische Dächer Solarkollektoren aufbringen und damit zumindest einen gewissen Beitrag zu unserer städtischen Energiebedarf hier auch machen.
Anstelle der Individualisierung und Motorisierung, die über viele Jahrzehnte dominant war, haben wir eine stärkere Akzentuierung in der Verkehrspolitik auf kollektive und emissionsfreie Lösungen, Dinge etwa wie Carsharing, ÖPNV, das Verleihen von Fahrrädern, die E-Mobilität. Sie kennen diese ganzen Buzzwords, die zurzeit in der Diskussion sind. Und der letzte Punkt. Im Rahmen des Wasser- und Entwässerungssystems hat sich das Leitbild der trockenen Stadt umgesetzt. Also man wollte möglichst alle Flächen, auf denen Wasser steht und Miasmen entstehen können, beseitigen. Man hat viele städtische Bäche und Flüsse auch verrohrt, kanalisiert, aus dem städtischen Raum entfernt. Und dieses wird nun als ein Fehler, als ein Problem gesehen und man versucht zumindest teilweise die natürliche Hydrologie der Städte wieder wahrnehmbar und erlebbar zu machen. Ich weiß nicht, ob es in Göttingen auch Beispiele dafür gibt, aber in anderen Städten gibt es durchaus wichtige und interessante Beispiele für so eine Politik. Ich möchte meinen Vortrag mit einem Beispiel für städtische Nachhaltigkeitspolitik abschließen und präsentiere Ihnen dazu die Stadt Mainz, die wir im Rahmen eines Forschungsprojekts näher untersucht haben. Nicht, weil Mainz eine besonders tolle Nachhaltigkeitspolitik macht, eher so im Mittelfeld, im Mainstream, aber um ein bisschen ein paar Aspekte aufzuzeigen. Mainz hat 1997 beschlossen, sich am Leitbild der Nachhaltigkeit zu orientieren, hat eine lokale Agenda erarbeiten lassen und gibt seit 2000 einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht raus, für den es 16 Handlungsfelder gibt, die ökologische, aber auch soziale und wirtschaftliche Themen erfassen. Und jedes dieser Handlungsfelder wird mit einer Note von 1 bis 5, also zweimal plus, zweimal minus, einmal neutral bewertet, um hier einen Indikator letzten Endes herzustellen. Interessant ist die Definition, also diese lokale Agenda hat selber beraten darüber, wie wollen wir eigentlich Nachhaltigkeit verstehen und kam zu einer eigenen Definition, die ich Ihnen jetzt so in drei Folien kurz vorstelle. Sie müssen da nicht alles lesen. Wichtig ist vor allem die ungeheure Breite dieser Definition, die eben nicht nur ökologische, sondern auch soziale, wirtschaftliche Fragen, Fragen der Partizipation, der Geschlechter- und Generationengerechtigkeit, der internationalen Solidarität und dergleichen mit beinhaltet. Hier, Sie sehen die enorme thematische Breite. Und wichtig ist dann der letzte Satz eigentlich, den Zustand nachhaltiger Entwicklung gibt es nicht. Nachhaltige Entwicklung ist ein Prozess. Also es geht darum, der lokalen Agenda 21 und dem Mainzer Nachhaltigkeitshandeln eine Veränderung, eine Richtungsveränderung anzustoßen und eine Bewusstseinsschaffung voranzutreiben, die eben die Vorstellungen, Prinzipien von Nachhaltigkeit in einer anderen Weise in dem kommunalen Handlungsfeld verankert. Das sind auf der linken Seite die Punkte, die auf der Homepage der lokalen Agenda 21 erscheinen. Und interessant, dass die lokale Agenda 21 nicht unter einer Rubrik Grünflächen, Umweltschutz formiert, sondern unter Bürgerbeteiligung. Also es geht darum hier um Aktivierung und Partizipation und im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung ist dann oder der lokalen Agenda geht es dann einmal um globale Prozesse, dann geht es Ökoprofit, das ist eine Beratungsagentur für Unternehmen, wie Unternehmen ihre Produktion, ihre Güterkette ökologischer, nachhaltiger gestalten können. Fair Trade ist, glaube ich, nicht weiter notwendig zu erklären. Dann setzen sich auch für Kinderrechte ein. Und die Hauptaktivität in diesem Jahr ist ein Sonnenmarkt Ende August, in dem sich die lokale Agenda präsentiert und versucht, das ganze Spektrum der Nachhaltigkeitsthemen der Mainzer Bevölkerung vor Augen zu führen. Diese Veranstaltung wird vom Oberbürgermeister eröffnet. Das zeigt ja auch ein bisschen, welchen Stellenwert dieses Thema in der Mainzer Politik inzwischen einnimmt. Abschließend ein paar Thesen und Überlegungen. Bei diesen Thesen spreche ich nicht als Historiker, nicht als Forscher, sondern eigentlich als Zeitgenosse. Denn das beruht jetzt nicht auf historischer Forschung, sondern mehr auf teilnehmender Beobachtung. Ich versuche so ein paar der Probleme, die entstehen, anzusprechen. Es ist einmal das, was wir jetzt von Mainz gesehen haben, nachhaltige Entwicklung kann nicht ein Top-Down-Prozess sein, sondern es muss darum gehen, um erfolgreich zu sein, die Bevölkerung in relativ breitem Maß einzubinden, sowohl um ihr Verhalten als Konsumenten und Produzenten zu beeinflussen, als auch um ihre Kompetenz hier zu mobilisieren.
Nachhaltige Entwicklung ist nicht ohne Widersprüche. Also um ein Beispiel zu nennen, die Wiedersichtbarmachung von Flüssen und Bächen im städtischen Territorium stellt die Frage, ja, welche Natur wollen wir denn da wiederherstellen? Also sagen, was ist denn das Leitbild von Natur, das hier zugrunde gelegt wird? Erstens dieses. Zweitens, was soll denn mit diesem Raum passieren? Wollen wir den als Freizeitraum öffnen für die Grillpartys und die Bootsaktivisten? Oder soll der mehr oder weniger von der Bevölkerung abgeschottet sein, um ökologische Nischen, seltene Spezies in der Pflanzen- und Tierwelt einen Schutzraum zu bieten? Das eine schließt das andere aus. Also sozusagen, man kann nicht beides haben. Also eine Nachhaltigkeitspolitik kann in sich erhebliche Nutzungskonflikte und unterschiedliche Prioritäten enthalten. Und das ist letzten Endes etwas, was im politischen Raum ausgefochten werden muss, wo nicht ein Experte sagen kann, so machen wir das, sondern man muss Wertigkeiten, man muss Präferenzen hier formulieren und dann letzten Endes auch in einem Diskussionsprozess akzeptieren. Nachhaltigkeitspolitik bedeutet die Veränderung, bedeutet letzten Endes auch eine Veränderung von Lebensstilen. Wir sind alle, also ich sage jetzt wir, weil ich mich hier einschließe, wir sind alle sehr gut in symbolischen Handeln. Wir trennen Müll und wir fahren auch öfters mal mit dem Rad. Aber letzten Endes den Schadstoffausstoß durch den Verkehr ist nicht wesentlich gesunken, ist eher gestiegen. Die Bundesregierung wird die Klimaziele für 2020 reißen, hat die Umweltministerin jetzt gerade erst gesagt. Und es hängt natürlich mit der guten Konjunktur zusammen, der Tatsache, dass die Wirtschaft brummt, aber auch der Tatsache, dass wir nicht letzten Endes in letzter Konsequenz in allen Bereichen bereit sind, unseren Lebensstil in der Weise zu ändern, wie es notwendig wäre, um den ökologischen Fußabdruck entsprechend auch zu reduzieren. Und letzter Punkt, wenn wir die neuen Paradigmen einer Rezentralisierung, einer Reurbanisierung, also auch einer Verdichtung, wir sagen ja innerstädtische Verdichtung und so weiter von Wohnraum, akzeptieren, dann müssen wir auch akzeptieren, dass wir dichter aufeinander rücken wieder und dass wir letzten Endes möglicherweise stärker gestört sind vom Nachbarn, seinen Grillpartys oder seiner ausländischen Musik, als das uns lieb wäre. Das heißt also, man kann auch wiederum hier nicht beides haben, also eine dichtere städtische Existenzweise und andererseits aber den Abstand, den man gerne haben möchte, um seinen eigenen Lebensstil hier zu kultivieren. Also es gibt eine ganze Reihe von Widersprüchen, die im Konzept der Nachhaltigkeit enthalten sind. Es gibt hier eben keine einfache Definition und keine einfache Politik, die sich daraus ergibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.